Dies ist eigentlich der zweite Teil eines Videos über die Herstellung dieses Leiter-Golfspieles. Hier sehen Sie jetzt das fertige Ergebnis. Ich will gleich im Anschluss aber auch zeigen, wie ich weitergearbeitet habe, nachdem ich diese gestemmten Stützenzapfenverbindungen hergestellt habe in dem ersten Video. Das finden Sie auch unter Stützenzapfenverbindungen, wenn Sie das interessiert. Mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, auch mal zu zeigen, dass man auch ohne, dass man jetzt vorher eine fertige Bauzeichnung hat, fertige Maße hat, etwas herstellen kann und ausgehend von so einer Schlitz- und Zapfenverbindung dann eben das ganze Stück baut. Dadurch brauchte ich nämlich dann gar keinen Zollstock, ich brauchte auch keine Schieblehre und habe trotzdem vernünftige Maße erhalten. Die Füße hätten vielleicht etwas kürzer sein können, aber okay. Ist auch vielleicht auch mal interessant, dass man auch so ein Teil natürlich in der eigenen Wohnung sogar herstellen kann, denn man macht ja zum Beispiel auch gar keinen Lärm, weil man keine Maschinen benutzt. Man macht auch gar keinen großen Dreck, denn wenn ich nicht schleife, habe ich keinen Schleifstaub und dann ist auch gar nicht so dreckig in der Wohnung, außer jetzt die Hobelspäne, die anfallen mit dem Putzhobel. Ja, von daher eigentlich eine Anregung an Sie, dass auch Sie zu Hause ruhig mal schreinerisch tätig werden sollten. Ich bearbeite jetzt gerade diese Vierkanthölzer für das Leitergolfspiel mit dem Putz- bzw. Schlichthobel. Ich konzentriere mich natürlich, weil ich ja nur alles per Hand herstellen möchte, auf die wesentlichen Dinge. Ich brauche ja gar nicht überall konkrete gleiche Maße. Zum Beispiel ist es ja eigentlich egal, ob jetzt die Seitenteile gleich stark sind oder unterschiedlich stark. Die sind nämlich ja unterschiedlich stark. Entscheidend ist ja bei meinem Spiel eigentlich nur, dass gleich der Abstand der drei Rundstäbe untereinander gleich ist, dass es auch schön parallel aussieht. Aber auch zum Beispiel, ob jetzt hier eins dieser Füße etwas länger oder kürzer ist oder breiter, spielt eigentlich gar keine Rolle. Deswegen brauche ich auch gar nicht so viele Stellen gleich groß haben. Man sieht ja noch den Füßen, das habe ich schon entsprechend angeglichen, dass sie die gleiche Höhe haben. Der Endzustand der Hölzer soll auch eigentlich so etwa bleiben. Ich will hier nicht noch schleifen, sondern ich putze ja mit dem Putzhobel. Das ergibt glatte Flächen, sind natürlich etwas anders als eine geschliffene Fläche, aber das reicht ja eigentlich auch vollkommen. Auch in früheren Zeiten hat man einfach die Schleifmittel, die man heute hat, ja gar nicht gehabt. Man hat dann vielleicht noch mit Schachtelhalm oder mit Ziegelmehl geschliffen, aber mehr eigentlich auch nicht. Natürlich ist bei so einem Weichholzfichte oder hier Fichte, Kiefer hier, natürlich sind die Flächen nicht so glatt, als wenn ich sie jetzt geschliffen hätte, oder beziehungsweise es ist eine andere Glätte, würde ich mal genauer sagen. Es gibt auch leichte Ausbrüche hier. Spielt aber alles keine Rolle. Hauptsache, man verletzt sich nicht hier dadurch. Deswegen kommt hier noch so eine leichte Faser dran an der Seite und dann ist einfach das Holz so, wie ich es gerne haben möchte. Auch alle Hirnholzkanten bearbeite ich, und zwar mit dem Schlichthobel. Das Messer guckt nur ganz, ganz wenig heraus. Dann kann ich eigentlich auch hier das Hirnholz bearbeiten. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht viel über die Mitte bekomme, dass hinten der Seite dann nicht abbricht, sondern da muss ich halt umdrehen. Drehen wir das mal um. So, und jetzt noch eine Faser an die Seite. Dabei halte ich, wie Sie sehen, den Hobel leicht schräg. Auch da seitlich keine Ausbrüche gibt. So, natürlich noch ein bisschen verschönern, schön gleichmäßig. Selbst Fichtenholz gibt eine schöne Fläche. Man kann noch ein bisschen vielleicht auch reiben.
Voraussetzung ist natürlich ein schönes scharfes Messer im Schlichthobel. Sieht die Fläche eigentlich ganz schön glatt aus. So, jetzt möchte ich einzeichnen, wo die Rundhölzer, die Stangen nachher etwa zu sitzen kommen. Auch da muss ich ja nicht genau jetzt bestimmte Abstände einhalten, sondern ich gehe da mal so nach Augenmaß. Vielleicht so, hier. Hier. Das Wichtige ist ja, dass die Stangen genau parallel sitzen. Damit sie jetzt auch zentriert sitzen, nehme ich wieder mein Streichmaß. Nehme so ungefähr so die Mitte. Das sind die Innenseiten. Einfach mal von hier raus. Vor die Löcher, dann nehme ich so eine Bohrwinde. Dort gibt es auch dann so passende alte Schlangenbohrer. Die sind eigentlich auch meistens noch recht scharf. Kann man eigentlich für sehr billig Geld auf Flohmärkten bekommen. Dieser Schaft hier passt hier genau rein. Wird dann zugedreht. Und setze ich den hier an. Da ist sogar eine Nuss dazwischen. Mal schauen, ob das trotzdem geht. Ja, lässt sich gut bohren. Rausholen. Damit meine Löcher jetzt überall gleich tief werden, mache ich hier mit so einem Abfallstück eine Art Tiefenbegrenzer. Denn ich will auch hier nicht durchbohren, sondern diese Stange nachher hier, die jetzt ja auch recht locker hier drin reingehen, will ich eine Stockschraube hier einbohren. Die kommt dann auf der anderen Seite heraus. Hier, und die soll mit einer Flügelschraube befestigt werden, sodass ich dann dieses Geschirr immer auseinandernehmen kann. Und dann nimmt es nicht so viel Platz weg. Aber diese Löcher müssen dann ja einigermaßen gleich tief alle sein. Mal prüfen. Zum Bohren kann man natürlich auch diese ganz einfache Handbohrmaschine nehmen. Da passen auch dann die gängigen Holzspiralbohrer rein, die wir so haben. Hier will ich gerade mal das Loch für die Stockschrauben bohren. Das geht auch genauso schnell wie mit anderen Bohrmaschinen. Ich weiß auch nicht, warum wir immer elektrische und Akkubohrmaschine benutzen. So, für diejenigen, die nicht wissen, was eine Stockschraube ist. Die Stockschraube hat also vorne ein Holzgewinde, hinten ein Metallgewinde. Die habe ich jetzt hier eingedreht, indem ich dann zwei Muttern hier kontere. Kann dann natürlich mit einem Schraubenschlüssel die Stockschraube reindrehen. So, jetzt lockere ich sie wieder. Die Muttern kommen jetzt wieder ab. Sie sind jetzt so weit drin, wie ich sie haben möchte. Und dann kommt nachher die Stange hier rein. Die Stockschraube guckt hier raus. Mutterlichtscheibe drauf und eine Flügelmutter. Und so kommt das an allen Stangen
Dann sitzt dann die Stange hier vernünftig fest und ich kann das schnell wieder auseinanderbauen. Hier habe ich jetzt eine Handbohrmaschine, die hat sogar zwei Gänge, das ist der langsame Gang. Das kann man hier umstellen. Dann fährst du richtig schnell ab. Ja, so sieht das Leitergolfspiel jetzt also fertig aus. Hier an der Seite halt die Flügelschrauben, wo man es wirklich sehr gut befestigen kann und es sehr stabil ist. Und unten habe ich natürlich mit die Zapfenverbindung mit Haut- und Knochenleim geleimt. Ich habe mir dann natürlich auch die Bolas selber hergestellt. Und zwar sind das hier einfach alte Golfbälle, die ich billig auch am Flohmarkt erstanden habe. Da würde ich mich jetzt gar nicht näher darüber auslassen, denn mir ging es ja darum, Ihnen zu zeigen, wie man dieses Holzgestell herstellen kann.